Herzlich willkommen, Ruth. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich weiß, dass deine Gedanken eigentlich in Pakistan sind, da wo du fast 50 Jahre deines Lebens verbracht hast. Du wirst in diesem Jahr stolze 80 Jahre. Mir ist eines selber aufgefallen. Ich weiß viel über die Dr. Ruth V., Ordensfrau und Lepraärztin. Ich weiß relativ wenig über Ruth V., diesen Menschen Ruth V. Und daher ist für mich eine Frage: Hast du noch Erinnerungen an deine Kindheit? Du bist 1929 geboren. An deine Familie? Gibt es noch so Erinnerungen oder Geschichten, die deine Familie sich erzählt über die kleine Ruth? Also da gibt es eine Menge Geschichten, die meine älteste Schwester erzählt. Und die sind jetzt in Pakistan, das ist immer die erste Frage. Ja, wie viele Geschwister haben sie gehabt? Was hat ihr Vater gemacht? Wie viele Geschwister hattest du? Wir waren all in allem sechs. Sechs. Da ist der Junge, der Jüngste, ist während des Krieges schon sehr früh gestorben. Der war noch keine zwei Jahre. Dann ist meine jüngste Schwester noch an einem Hirntumor gestorben. Die war auch noch sehr jung. Und danach waren mir vier Töchter übrig. Also, was für eine Rolle hat deine Mutter in deinem Leben gespielt? Meine Mutter war eine Hausfrau. Und ich bin heute sehr dankbar dafür, dass sie eben mit ihren sechs Kindern zu Hause geblieben ist. Zu Hause war in Leipzig damals? Zu Hause war Leipzig und da hatte mein Vater, ehe ich, also ich kann mich nicht entsinnen, dass wir irgendwo anders gewohnt haben. Ich nehme an, ich bin auch in dem Haus geboren, dem sich mein Vater in ein Familienhaus gebaut hatte. Das war natürlich für uns und besonders auch der Garten war für uns sehr wichtig. Für mich der Garten. Also ich bin offensichtlich schon Grüne gewesen, als ich von vier Jahren war. Ich selber habe eine sehr unvergessliche Erinnerung eben an diesen Garten. Und da war so eine winzige Spinne, also wirklich eine winzige Spinne, aber die war rot. Und als ich mir die näher anguckte, da hatte die Beine und die lief und da bin ich zu meiner Mutter gelaufen und sage: Mutti, wer macht denn sowas, sowas Winziges, sowas, was sich gar nicht lohnt, ja? Und trotzdem so perfekt, also das hat mich im Alter von vier Jahren so beschäftigt. Das war zweifellos mein erstes philosophisches Staunen, das ich dann nie vergessen habe. Dann, wo ich mich auch noch sehr gut dran erinnere, ist der Süßkirschenbaum, auf den man klettern konnte und dann Kirschen essen, bis man sich den Magen verdorben hatte. Das war normal. Also vorher hätte man nicht aufgehört. Ja. Ja? Das war wirklich Kirschenzeit. Wir hatten auch einen Pflaumenbaum. Was hat dein Vater gemacht beruflich? War der viel zu Hause? Habt ihr den? Nee, den haben wir ja kaum gesehen. Ich entsinne mich, dass mein Vater noch, wenn er zurückkam, dann machte er daraus immer ein Fest. Wir marschierten rund um den Tisch, um den gedeckten Tisch und sangen: Heute ist der Vater da, dum da dum da dum. Ja, und was hat er beruflich gemacht? Er ist in einem Modeverlag gewesen. Das ist ja nur was ihm an und für sich kein Mensch gedacht hat. Das passt ihm auch gar nicht. Aber er ist sehr erfolgreich gewesen, offensichtlich, denn er hat gut verdient und hat uns allen höhere Bildung ermöglicht. Aber er ist eben meistens auf Geschäftsreisen gewesen. Später auch mit seinem eigenen Wagen und dann bin ich oft mitgefahren. Das heißt, seinen eigenen Wagen nicht, aber im Geschäftswagen. Das war jetzt,
Du bist 29 geboren, dann kam 39 der Zweite Weltkrieg. Das muss doch ein großer Einschnitt gewesen sein, damals in eurer Familienleben. Hast du da noch... Ja, ich habe kaum wirklich, und ich habe besser gesagt, keine Erinnerung, dass mein Leben wirklich ruhig gewesen ist. 29 war ja damals dieser, wie nanntet ihr das, dieser finanzielle Einbruch. Börsenkrieg. Wie hieß das auf Deutsch? Das war damals die Weltwirtschaftskrise, die damalige Weltwirtschaftskrise. Die damalige, die hatte einen Technikerturm. Ja, macht ja auch nichts. Dann von 33 an ging es ja immer. 33 war ja schon ein ganz unruhiges Jahr. Und dann Sudetenland. Und da war ja ständig irgendwas los. Und wir hatten schon Lebensmittelkarten, noch lange vor dem Krieg. Gab es eigentlich eine Pubertät, eine pubertierende Ruth V.? Man sieht dich heute und mag das gar nicht denken und darüber nachdenken, aber du warst ja ein ganz normales, junges Mädchen damals auch. Ich meine schon, aber wir hatten eben in diesem Alter, hatten wir irgendwie andere Sorgen. Also ich glaube, wir hatten einfach keine Zeit für Pubertät. Jung gewesen bin ich erst, als ich in den Westen bin, ein Fahrrad kriegte, den Rhein lang fahren konnte, mit meinen Kollegen flirten. Um die Zeit. Ja, drüben mit 14, damals war es ja 14, 15, da wie? Haben wir uns. Ich sage, Pubertät ja, war ja. Du sagst das so, damals im Westen, wie bist du denn da hingekommen? Wie hast du das überhaupt organisiert für dich? In der Familie auch? Das weiß ich auch. Das hat mein Vater wohl organisiert. Ja, mein Vater ist erst drüber, dessen Betrieb ist drüber. Mhm. Und für ihn war ja in der Ostzone damals, da er kein richtiges Parteibuch hatte, keine Zukunftschancen. Und auch für uns Mädchen war damals keine Chance, dass wir zur Universität konnten. Eben, weil wir weder aus einer proletarischen Familie stammten, noch mein Vater Parteimitglied war. Wohin bist du ihm dann gefolgt? Wohin ist der umgezogen damals? Ja, die sind damals der Verlag ist damals nach Wiesbaden umgezogen und da bin ich dann natürlich hinterher. Ich bin als Erste von der Familie hinterher, um ihn da auch zu unterstützen. Mein Vater wusste bestimmt nicht, wie man einen Haushalt führt. Und danach haben wir die Familie rübergekriegt. Das war eine schreckliche Zeit. Schreckliche Zeit. Dann haben wir Fluchthelfer bezahlt und die haben natürlich, war einfach aus zu sehen, haben einen betrogen. Und dann, nein, also die Zeit war absolut schrecklich. Aber am Ende waren wir alle wieder zusammen in Westdeutschland, Wiesbaden zunächst. Hat zu dieser Zeit der Glaube schon eine Rolle gespielt für dich in deinem Leben? Außer die kleine Spinne, die ja irgendjemand gemacht haben musste. Und dann die Frage nach Liebe und Tod. Ja, ich habe immer gesagt, als die Nazi-Ideologie ging und eine ganz ähnliche oder gleiche kommunistische Ideologie kam, da habe ich gesagt immer, also ihr mögt ja recht haben, aber was ist denn mit Liebe und Tod? Wie könnt ihr das erklären? Und das konnte keiner erklären. Und damals habe ich weiter gesucht. Das wollte ich erklärt haben, denn ich dachte immer, das ist ja schließlich im Leben das Wichtigste. War das die Zeit, als du auch schon studiertest? Du hast ja begonnen, Medizin zu studieren, oder war das vorher schon? Die Fragen. Nein, dass du dir diese Fragen gestellt hast. Die Fragen waren schon vorher. Mhm.
Du hast dann Medizin studiert? Das aber erst im Westen. Ja. Also ich versuche mir das vorzustellen, eine junge, intelligente, bildschöne Frau, die Medizinerin werden möchte, waren da nicht Heerscharen von Männern, die hinter dir hergeguckt haben, die versucht haben, mit dir mal ein Treffen zu organisieren? Nicht im Du musst diese Frage nicht beantworten. Doch, ich meine, dass ich entsinne mich am Ende dieses Ostaufenthalts, da fing das wohl schon an. Aber wie gesagt, das Leben war so schwer damals, dass man also, dass es mir nach Flirten gar nicht zumute war. Das hat alles angefangen im Westen. Dann bin ich wirklich noch mal tatsächlich jung gewesen. Das klingt spannend. Magst du da ein bisschen erzählen? Heißt, du warst mal verliebt? Du hast dich auch mal ganz andere Zukunftspläne gehabt? Ja, also ursprünglich natürlich als Kind. Ich war überzeugt, ich würde das auch machen. Ich wollte einen Oberförster heiraten und sechs Kinder haben. Also wir waren sechs, ich wollte sechs haben. Und ich habe mir immer gesagt, warum? Ich gefalle mir ja gut. Warum soll ich mich nicht sechsmal noch multiplizieren? Und dann ist es doch ganz anders gekommen. Das muss ich sagen. Ich habe nicht nur sechs Kinder gehabt, ich kann sie nicht mehr zählen. Ja. Da kam also dann der Moment, wo du dich doch für den Glauben ganz eindeutig entschieden hast. Also die Schiene, über die ich mich entschieden habe, ist zweifellos diese Frage gewesen, ja. Die Frage nach Liebe und nach Tod. Und wenn man das... Und ich sage ja immer, ich kann wirklich nicht sagen, dass ich mich für den Glauben entschieden habe. Der Glaube hat sich für mich entschieden. Das war von meiner Seite eine recht passive Rolle. Du warst ganz kurz evangelisch, bist dann konvertiert, bist katholisch geworden. Das ging sehr schnell, wenn man das in der Biografie liest. Was war da der Hintergrund? Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wie lange ich evangelisch war. Aber es kann nicht sehr lang gewesen sein, da bin ich sicher. Wie immer in meinem Leben, und ich glaube aber auch, dass das ein Charakteristikum des Christentums ist, man lernt es nicht aus Büchern, man lernt es aus Zeugnis. Wenn man jemanden trifft, der einen eben imponiert, dann fragt man sich, warum ist der Mann oder warum ist die Frau so, wie sie ist. Mhm. Und da fiel mir eben schon in der Uni auf, ja, so ganz im Normalen, auch wenn man miteinander ausging, tanzten, nachts durch den Wald ging, ja. Irgendwie die Katholiken, die benahmen sich anders. Ja, ich fühlte mich einfach in derer Begleitung besser. Wir sind jetzt schon wieder auch sehr schnell gesprungen. Ich habe noch mal eine Frage. Wir waren jetzt sehr noch in deiner Jugend. Du hast von Zukunftsideen gesprochen. Du erlebst ja Jugend auch heute. Du kommst nach Deutschland, nach Europa, siehst dort die Jugendlichen, erlebst Jugend auch in Pakistan. Was für einen Rat würde der Teenager Ruth V. einem Teenager heute geben? Man sagt ja manchmal, wenn ich die Erfahrung von heute, von damals... Du weißt ja, ich gebe keine Ratschläge. Also keine allgemeinen, weil ich überzeugt bin, dass das Gesetz, also Gesetz ist nicht richtig, der Ruf in jedem Leben so unterschiedlich ist, dass man drauf hören muss. Und dann kann man natürlich sich hinsetzen und sagen, was willst du denn oder was meinst du denn? Und ja, ich meine, man sollte wirklich sich die ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber die Schönheit und eigentlich, was dazu gehört, ist das Wort Keuschheit. Ja, das, was
was man nicht vor jedem, also was wir damals auch Schlafzimmergeheimnisse nannten. Mhm. Ja, man sollte diese Schlafzimmergeheimnisse eben doch nicht so breit reden und so bagatellisieren, so trivial machen. Man verliert einfach eine ganze Dimension im Leben. Ja, also dieses Erste, wie hat das so schön beschrieben, jetzt habe ich schon Fritsch. Ja? Das weiß ich auch nicht, das kann Max ja? Frisch gewesen sein. Nein, der schreibt die erste Begegnung, wo nur die kleinen Finger sich berührt. Ja, diese, also dass man diese kleinen Gesten, also diese poetischen Vorstadien heute so ohne jede, also mich hat das, it made me sick. Das hat mich wirklich irgendwie vom Ästhetischen her hat mir das, war mir, also hat das in mir einen Widerwillen erzeugt. Es gibt ja nicht nur die Sexualität, es gibt ja auch Entscheidungen fürs Leben. Ich habe das vorhin so rausgehört, du musst unglaublich frei gewesen sein in deinen Entscheidungen. Das klingt so, als hätten deine Eltern dir wenige Zwänge auferlegt. Du konntest dich frei entscheiden für den Glauben, für ein Studium. Das war ja fast schon ungewöhnlich für eine junge Frau zu der Zeit. Diese Freiheit, die so rausklingt aus dem, was du da sagst. Das klingt sehr emanzipiert, ein Begriff, der dann viel später erst entstanden ist. Also ich, wie unsere Eltern uns erzogen haben, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Und ich nehme an, das ist das beste Kompliment, was ich ihnen machen kann. Das klingt heraus, dass du da sehr frei dich entwickeln konntest. Wir hatten so viel Zwänge in unserer Jugend. Gesellschaftliche Zwänge nehme ich an. Nee, politische. Politische. Politische, ja. Mhm. Man konnte immer etwas tun und das andere konnte man eben nicht tun. Das musste man tun. Und ich glaube, da haben meine Eltern wirklich uns ein sehr wichtiges Geschenk gemacht, dass sie da die andere Erfahrung uns auch vermittelt haben. Ja, also wenn wir dann eben am, ich weiß nicht an welchem Tag das war, wenn wir dann eben hinter der Fahne durch Leipzig marschieren mussten. Ja, das war ja alles, man musste. Und das war im Elternhaus war es nicht so, das stimmt. Jetzt waren wir vorhin bei der Glaubensfrage, du hattest dich entschieden und du hast dann einen sehr, sehr konsequenten Schritt bist du gegangen, du bist in einen Orden eingetreten. Das muss doch ein unglaublich einschneidender Schnitt für eine junge Frau sein, zu sagen, ich entscheide mich für ein ganz anderes Leben. Gab es da einen Auslöser oder war das nur die Konsequenz? Nee, also es ist die Konsequenz. Ich habe ja immer eine Neigung zum Verrückten und zum Absoluten und ich habe immer nach Grenzen gesucht. Also wenn ich nicht bis zur Grenze gekommen bin, dann habe ich ja irgendwas verpasst. Also das wollte ich auf keinen Fall in meinem Leben, was verpassen. Was es gibt, wollte ich auch erleben. Und im Christlichen das Radikalste, was man sich so vorstellen kann, ist sicher ein Ordensleben. Mhm. Und ich habe es eigentlich wegen der Radikalität gewollt. Hast du das jemals bereut, nee. Diesen Schritt? Nicht ein einziges Mal? Nicht ein einziges Mal. Ja, ich habe immer, also ich habe viele Freunde gehabt, also die auch vorzüglich waren, also an die ich mich gerne noch erinnere und wir haben uns sehr gut verstanden. Aber irgendwie, dass einer wirklich mein Herz hätte füllen können, ja, das hat mir einer von denen, mit denen ich sehr, sehr eng befreundet war, hat mir das immer vorgeworfen. Er sagt, wenn wir gerade auf dem Weg sind, dann setzt du dich plötzlich auf und sagst, aber weißt du, das Eigentliche liegt noch drüber hinaus.
Und das, also es tut mir heute leid, dass ich ihn da so enttäuscht habe, aber das stimmt. Irgendwie, gerade wenn ich sehr glücklich war, habe ich gedacht, aber das Eigentliche liegt noch drüber raus. Und das einzige Mal, dass ich nicht gedacht habe, das Eigentliche liegt drüber hinaus, war eben nach meinem Ordenseintritt. Ich meine, ich habe natürlich gewusst, dass ich das Eigentliche nicht erreiche, oder sehr bald gewusst. Aber irgendwie wusste ich, was war. Das ist nicht irgendein Orden. Also diese radikale, auch verrückte Hutfrau, du hast dich ganz entschieden für einen Orden halt dann entschieden, der zum Beispiel keine Tracht trägt. Ihr seid praktisch kaum erkennbar, die Mitglieder deiner. Ja, also. Es ist die Gesellschaft der Töchter vom Herzen Maria. Ja, ein anderer als die Fidikörner Marie, da hätte ich nicht eintreten können. Ja, diese ignatianische Spiritualität, die eben überzeugt ist, dass wir unseren Glauben im Tun leben, bei denen der Dienst genauso wichtig ist wie eben die Meditation. Und besonders, wo ich nicht in eine Gruppe von Frauen eingeschlossen bin. Also das hätte ich nie gekonnt. Du brauchst die Freiheit. Ich brauche die Freiheit, das ist keine Frage. Ja, und ich brauche auch Freunde. Und Wir nähern uns jetzt einem Punkt in deinem Leben, der die weiteren 50 Jahre sehr, sehr, sehr stark entscheiden sollte. Du bist auf irgendeinem Weg nach Pakistan gekommen. Das liest sich so, ein Zwischenstopp in Pakistan. Was war damals der Hintergrund? Was hattest du eigentlich vor? Also eigentlich wollte ich nur aus Deutschland raus. Du warst schon Medizinerin, du warst fertig, ne? Ja, ich war fertig. Also als das Wirtschaftswunder dann so langsam zu riechen war, ja, da wollte ich raus. Es wurde langsam bürgerlich und wir hatten dann die Fresswellen und also dem konnte ich absolut nichts abgewöhnen. Was man davon haben könnte, wenn man ständig so voll ist, also nicht wirklich. Und um die Zeit hat auch Miserio angefangen zu informieren. Über Probleme im Ausland war das damals. Über die Situation der Dritten Welt. Mhm. Ja, und was mich da wirklich betroffen hat, ist, die können sich gar nicht entwickeln, weil die keine Fachkräfte haben. Die müssen erst mal Fachkräfte kriegen, damit sie wieder Fachkräfte produzieren können und damit diese Fachkräfte dann das Land entwickeln können. Und du wolltest wohin? Was war der erste? Ich wollte eigentlich, also mein Orden wollte eigentlich, dass ich nach Indien gehe. Und da kriegte ich keine. Kein Visa. Visa. Ja. Ja, da hat man mir gesagt, also ich könnte es vielleicht, könnten wir in Karachi was tricksen, deshalb bin ich nach Karachi. Und in Karachi hat mich meine mexikanische Mitschwester dann in dieses aussätzige Ghetto mitgenommen. Ihr hattet eine Niederlassung eurer Ordensgemeinschaft in Karachi, zu dem Zeitpunkt schon. In Karachi, ja. Die hatten eine Schule, ja. Aber die hatten auch eine Sozialfürsorgerin und die hatte dieses Lepra-Ghetto entdeckt. Das klingt furchtbar, wenn man in Büchern von dir liest, was du schilderst aus der Zeit, das muss unvorstellbar gewesen sein, ein Lepra-Ghetto. War durchaus. Ja, das hat mich so erschüttert, dass ich mir gesagt habe, also so geht das ja nun wirklich nicht weiter. Also diese Menschen waren wirklich ausgesetzt, die existierten praktisch nicht. Damals gab es in ganz Pakistan überhaupt noch keine Behandlung. Unnötigerweise, denn das Medikament war bereits in Amerika entwickelt worden. Ja, es war nur nicht nach Pakistan gekommen. Wir sehen das so oft. Die westlichen Laboratorien machen ihre Schulaufgaben und dann fehlt genau dieser Mann oder diese Frau, die das dann dorthin bringt und dort einsetzt, wofür es entwickelt ist.
Es gab damals ein Antibiotika, was lebenslang genommen werden musste. Das gab es schon. Es gab es, aber nicht in Pakistan. Ja. Es gab ein Antibiotika, das klinische Ausheilung bewirkte, aber den Bacillus nur an der Vermehrung hinderte. Deshalb musste das lebenslang eingenommen werden. Und die daraus entstehende Schwierigkeit war eben, dass man vom Sozialfluch der Lepra niemals freigesprochen werden konnte. Es gibt Geschichten von dir, wo du sagst, ihr musstet in Garagen operieren, weil ihr gar nicht in Krankenhäuser durftet. War das tatsächlich so krass? Nee, also anfänglich habe ich versucht, irgendeinen Kollegen davon zu überzeugen, er sollte mir helfen. Dann hat einer mal in einer Leichenhalle operiert und danach hatten wir natürlich einen Wundstarrkrampf und dann habe ich das auch aufgegeben und dann haben wir in unserer Bretterhütte operiert. Nur Notfalloperation, wie wir das noch. Die Medien haben damals hier in Deutschland berichtet, und nachts kommen die Ratten und fressen dann wirklich die gefühllosen Gliedmaße ab. Was ist das, was bedeutet das eigentlich, sich einem Menschen zuzuwenden, der wirklich keine Finger mehr hat, der wirklich verstümmelt ist? Also normalerweise hat man da erstmal so eine Abwehrreaktion. Wie hast du das empfunden? Du hast zwar den Krieg erlebt, aber trotzdem hast du dich dann Leprakranken vollständig geöffnet und sich ihrer angenommen. Das war ja nicht die Normalität. Normalerweise hätten Menschen ja wirklich eher Abstand gehalten. Also ich habe mich oft gewundert, warum Menschen an den Leprakranken nicht rangehen. Einmal ist es sicher unconscious. Ja. Man damals noch keine offensichtliche Behandlungsmethoden hatte auch jeder Angst, dass er sich ansteckte und dann sich nicht behandeln lassen konnte. Und Geschichten wie Ben Hur. Und da sieht man Pater die Leprakranken im Verlies. Ja, Pater Damien. Ja, auf Monopal. Wir haben natürlich auch geholfen, das weiter zu verstärken. Wie sahen denn Leprakranke damals aus? Ich meine, genau wie in Ben Hur natürlich. Wirklich so verstümmelt? Was wir in diesem ersten Lepra-Ghetto fanden, das waren die Lepra-Bettler von Pakistan, die, solange sie es verheimlichen konnten, blieben sie in ihrem Dorf. Wenn es sich nicht mehr verheimlichen ließ, mussten sie in die Städte zum Betteln. Und dort haben sie sich eben in Ghettos zusammengefunden. Und da sie keiner behandelte, wurde die Krankheit natürlich auch nur schlimmer. Also die wirklich schrecklichsten Fälle habe ich in Afghanistan dann gesehen. Ich weiß, dass in diesem Mädchen, das sie mit 6 Jahren im Stall eingesperrt haben und für tot erklärt, dass wir mit 26 dann rausholten. Da habe ich auch 3-mal über meinen Schatten springen müssen, ehe ich sie in die Arme genommen habe. Ja, das ist. Aber ich habe mich oft gefragt, warum das so stark ist, da das ja nun wirklich übrig geblieben ist. Auch nachdem Leute wussten, dass sie sich behandeln lassen konnten und ausgeheilt werden konnten. Ist es wirklich dieses ästhetische Entsetzen vor so einem entstellten Menschen? Und da gibt es nur einen Weg drüber, das ist, durch diese äußere Schale durchzubrechen und dann zu sehen, dass man den Menschen kennt. Also ich kenne wunderbare, wunderbare Lepra-Patienten. Ja, die eben in ihrem Inneren so kostbar sind. Ich entsinne mich auf einen, der war auf Station und der sagt, ich habe die ganze Zeit wirklich mit dem Herrgott gehadert, warum muss mein ganzes Leben so sinnlos verlaufen?
jetzt, sagt er, haben Sie mir einen Sinn gegeben, denn ich habe immer Patienten, die absolut ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen wollten, habe ich oben zu diesem Patienten auf Station genommen. Ich habe gesagt, unterhalten Sie sich mal eine halbe Stunde mit dem, wie es bei dem angefangen hat. Ja, und wie es heute ist, die kamen alle runter und sagten, also bitte behandeln Sie mich. Der war so ein vorzüglicher Health Educator, ja, Gesundheitsaufklärer, dass ich ihm sehr, sehr dankbar war. Der sagt, jetzt kann ich wenigstens andere Menschen vor diesem Schicksal bewahren. Fein. Ja. Aber dass jemand so über sich rausdenken kann dann, ja, dass er auch zugeben kann, als er hätte sich auch sonst nicht weit um seine eigene Behandlung gekümmert. Deshalb wäre es so weit gekommen. Also ich fand das, ich finde das noch toll. Jetzt ist er gestorben. Wenn man sich das heute anschaut, fast 50 Jahre später, ist es ja ein nationales Lepra- und Tuberkuloseprogramm geworden. Das sagt sich dann auch so leicht. Wie habt ihr das am Anfang finanziert? Was waren denn da die Quellen, wie ihr das überhaupt gemacht habt? Da gab es ja, habt ihr damals PR betrieben oder Spenden gesammelt? Oder wie habt ihr das gemacht? Nee, also anfänglich war mir das gar nicht so klar, dass man da auch Finanzen braucht zu. Wir haben einfach angefangen. Zuerst hat uns der Orden geholfen, aber nicht mit Budget oder mit irgend sowas. Ja, nur mit diesen Notausgaben. Und ich entsinne mich, da war einer meiner Patienten, der konnte dieses DDS, über das wir eben gesprochen haben, der vertrug das nicht. Und da gab es aber die noch Medikamente, da gab es aber noch eine Abänderung, das konnte auch injiziert werden. Und dann vertrug das der Patient etwas leichter, aber das kostete Geld. Und da fragte mich meine Oberin, woher willst du das denn kriegen, wenn ich bis hierher gekommen bin? Der Herrgott muss ja irgendwelche Pläne gehabt haben. Wie hast du dann das Deutsche, damals dieses Deutsches Aussätzigenhilfswerk, heute ja Deutsche Lepra-Tuberkulose-Hilfe, kennengelernt? Oder wie seid ihr zusammengekommen? Das ist ja eine unendlich lange Geschichte, eine Erfolgsgeschichte geworden. Also das ist eben wirklich einer der Zufälle. Ich habe es jetzt gerade mal wieder gefunden. Jemand hat das aufgeschrieben. Ich habe das an meine Mutter geschrieben. Der Brief ist gefunden worden. Die englische Königin ist auf Besuch in Karachi gewesen, natürlich mit einem Stab von Journalisten. Einer hatte sich verirrt, war in das Aussätzigenlager gekommen. Das war also so eine Maschine von einer Frau, parfümduftend und mit Stöckelschuhen. Und dann nahm man sie in die Hütte eines Patienten. Dann kramte sie in ihre Handtasche, um sich ein Taschentuch rauszuholen. Und sagte dann, wenn ich nichts anderes machen kann für sie, dann will ich wenigstens über sie schreiben. Und danach ist offensichtlich die ganze Sache mal in die Medien gekommen. Und aus irgendeinem Grunde auch in der Bild-Zeitung erschien, unter dem Titel Und nachts kommen die Ratten. Und der damals fürs DAHW Verantwortliche las offensichtlich auch die Bild-Zeitung. Das war Herr Kober, ne? Einer der Mitbegründer. Ja. Der schrieb mich an. Mhm. Der sagt, wie ist es möglich, dass eine deutsche Ärztin in Karachi arbeitet in Lepra und wir wissen das nicht. Und da schrieb ich zurück, wie ist es möglich, dass eine deutsche Ärztin dort arbeitet und sie weiß nicht mal, dass es ein deutsches Aussätzigenhilfswerk gibt. Ich wusste es nicht. Danach haben wir uns sehr angefreundet und da hat das deutsche Aussätzigenhilfswerk ja für Jahrzehnte uns die Gesamtarbeit finanziert. Deshalb konnten wir uns wirklich auf die Kontrolle der Lepra konzentrieren
denen das Geld kam. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Da kommt eine junge Frau aus dem Westen, eine Frau, eine christliche Frau, Ordensfrau, Medizinerin, in ein männerdominiertes islamisches Land, Pakistan. Bist du nicht unendlich vielen Männern auf die Füße getreten? War das nicht schwer? Einmal zum Glück. Ich habe mich selber ja für Indien vorbereitet. Ich wusste über den Islam genau nichts. Ich wusste auch nicht über die Rolle der Frau im Islam. Hm. Sonst hätten wir vielleicht das, was wir gemacht haben, gar nicht versucht. Du hast den Überraschungsmoment genutzt. Also total. Wir haben es wirklich genossen. Da ist diese, habe ich schon sehr oft erzählt, Geschichte. Wir hatten bei Regenwasser lief wirklich das Abwasser der Stadt in dieser Kolonie zusammen und stank. Und also wir mussten da durchwarten, die Patienten mussten drin leben. Dann haben wir gesagt, also es gibt Pumpen mit der Stadtverwaltung, die sollen uns mal welche geben, damit wir das rauspumpen können, das Wasser. Das lief ja nicht ab. Dann sind wir zur Stadtverwaltung gegangen und da stand schon eine lange Reihe vor diesem Pumpenbüro und die waren ein bisschen nervös. Es waren alles Männer. Hinterher habe ich das alles erst erfahren in Einzelheiten. Die wussten buchstäblich nicht, wo sie zwei Frauen parken sollten. Ja, wir konnten uns nicht in die Reihe der Männer einreihen, was wir natürlich erst versucht haben. Ja, die haben uns also sofort reinkommen lassen und nachdem wir das einmal wussten, da haben wir dann eine Methode draus gemacht. Mhm. Ja, viel unserer Erfolge sind wirklich durch diese Erfahrung dann bedingt gewesen. Wir wussten jetzt, wie wir das machen. Ja. Ich nehme dich wahr, du wirkst stark. Ich weiß, viele Menschen haben dich als zum Vorbild. Nichts scheint auch unmöglich. Du sprichst von Freiheit, auch von Verrücktheiten, die du dir gegönnt hast. Du machst aber auch kein Geheimnis aus deinen Depressionen. Das ist ein Thema, was viele Menschen im Westen durchaus lieber verleugnen, weil es als Schwäche gilt, eine Depression zu haben. Du gehst da sehr offen mit um. Ich finde das mutig. Nee, ich sage, ich bin nicht, also ich bin zu intelligent, als dass ich nicht wüsste, das Leben ist so, dass es einen wirklich in Depressionen jagen kann. Ich glaube, ich habe reaktive Depressionen. Ich bin wahrscheinlich nicht wirklich erkrankt an Depressionen, aber diese Wolke, es kommt darauf an, wie man auf die Welt guckt oder was im Leben geschieht. Also wenn ich es wirklich mal aufschreiben wollte, von dieser Sicht her, da ist ja genügend, was mich depressiv macht. Das Leben ist so verrückt. Ich meine, nicht so verrückt im Sinne von bunt, sondern so unsinnig, so unsinnig. Da haben wir jetzt 50 Jahre dran gearbeitet, Patienten auszuheilen und zu rehabilitieren. Im Dezember haben wir gefeiert, dass 90% unserer Patienten im Norden Pakistans jetzt rehabilitiert sind. Wir haben die Familie durch den ganzen Prozess begleitet. Und dann greift die Armee an, um die Taliban da rauszujagen. 3 Millionen 42.000 sind auf der Flucht. Und das, nachdem wir sie, warum wir sie überhaupt als rehabilitiert aus der Kartei rausgenommen haben, aus der Patientenkartei. Ja, dass sie zu essen hatten, dass sie nur ein Dach über dem Kopf hatten, was anzuziehen. Die Kinder gingen in die Schule. Sie hatten Zugang zu medizinischen Grunddiensten. Die Gemeinschaft hatte sie akzeptiert. Sie hatten gleiche Chancen im Arbeitsmarkt. Ja. Ist alles wieder weg.
Dein Körper hat ja, das war ungefähr zu deinem 79. Geburtstag, wirklich plötzlich einmal eine richtige Bremse gezogen. Du sagst selber immer, die Kerze brennt bei mir von beiden Enden. Du warst 79, das war letztes Jahr. Was ist da passiert? Ja, da bin ich krank geworden, und zwar so krank, dass ich mich an den Verlauf nicht mehr entsinne. Aber wir haben ein gutes Krankenhaus, wir haben mich ins Krankenhaus geschafft. Und die Kollegen waren am RC, die waren hinterher sehr beunruhigt, denn mein Puls war plötzlich runter auf 7. Ich habe einen Herzklappenfehler, offensichtlich seit meinem Teenage-Zeit. Ja, der ist irgendwann mal vermutet worden, aber festgestellt erst, ich glaube, vor 4, 5 Jahren. Und dieser Herzklappenfehler hat dann eben zusammen mit dem Alter. Jedenfalls haben sie mir dann eine Herzschrittmacher eingesetzt. Seither bin ich wieder normal. Das heißt, die Kerze flackert nicht, sondern sie brennt wieder. Echt, hallo. Hat sich doch vielleicht etwas geändert durch diesen Moment? Also ich weiß von Vertrauten von dir, die sagten, sie hätten sich große Sorgen gemacht. Das war wohl. Hat sich für dich jetzt was verändert? Arbeitest du noch genauso weiter oder hast du doch Konsequenzen gezogen daraus? Weil du arbeitest ja immer noch im Projekt. Nee, also zum ersten Mal hat sich etwas verändert. Ich würde eben gerne wirklich mal der Frage nachgehen, wie weit lohnt sich das, diese Lebensverlängerung? Aber das scheint für unsere Senioren überhaupt keine, für Normalsenioren überhaupt keine Frage zu sein, was der Sinn des Alters. Sollte man es ablaufen lassen? Sollte man eingreifen? Andererseits. Also ich habe mir damals wirklich im Nachhinein gedacht, nun hatte ich schon 3/4 des Weges zurückgelegt. Warum wollten Sie mich unbedingt, wollen Sie nur unbedingt, dass ich das Ganze nochmal mache? Ja? Du, andererseits, ich erlebe das ja auch wie froh die Menschen im Team sind in Pakistan. Du hast ja die Verantwortung abgegeben, vor vielen Jahren schon, ja, in diesem nationalen Programm, in diesem riesigen Zentrum, ja, in Karachi, diesem Marie Adelaide Leprosy Center. Trotzdem lebst du dort und bist immer noch da, Ansprechpartnerin. Du hast also doch noch eine Funktion. Nee, also da habe ich gar keinen Zweifel. Ja, meine Frage ist nur, wenn ich nicht mehr da wäre, da wären andere, die würden es machen, weil sie es machen müssten. Ja. Oder auch vielleicht, ja, sie können es ja auch. Du hast ja wirklich auch gute Schüler gehabt. Also ich glaube es doch. Wohin entwickelt sich denn das Projekt, das Marie Adelaide Leprosy Center? Ich weiß, ihr habt mal versucht, Leprosy aus dem Namen herauszunehmen, Marie Adelaide Center, und es hat nicht funktioniert. Ne? Aber allgemein. Ja. Die Leute mochten es nicht. Ja. Ja, unser ganzes Team says, unsere Identität liegt in dem Leprosy und wird ewig drin liegen, denn die Weise, wie wir aufgewachsen sind und wie wir arbeiten, ist eben von Lepra geprägt. Gleichwohl hat Lepra nicht mehr die Bedeutung heute, aber sie ist noch da. Was für andere Arbeitsbereiche, Themenbereiche habt ihr? Also wir haben dann die Tuberkulose dazu genommen, denn ich habe gedacht, das wäre eine sehr gute Sache, da hat sich niemand drum gekümmert. Auch weltweit hat sich niemand drum gekümmert. Dann allerdings hat 1983 ja die Weltgesundheitsorganisation die Tuberkulose zu einem weltweiten Problem erklärt. Wieder erklärt. Sie galt mal als ausgerottet. Sie war so, also nicht ausgerottet, ja, aber sie war im Griff. Ja. Ja, daran haben wir eben gelernt, dass man Lepra nicht einfach laufen lassen kann. Ja, die kommt zurück. Mhm. Und die Tuberkulose ist zweifellos zurückgekommen. Und dadurch, dass sie auch hier zurückgekommen ist, ja, ist auch der Westen aufgewacht und die internationalen Gremien
haben sich sehr bemüht und auch teilweise erfolgreich bemüht, das wieder einzudämmen. Ja, das ist eine weltweite Bemühung im Moment. Es gibt eine Stop-TB-Partnerschaft aller Länder. Das ist ein dramatisches Problem, die Tuberkulose. Ja, und Sie haben, also ich meine, wir haben jetzt ja nur noch dieses zusätzliche Problem, dass Sie nicht mehr ansprechen auf diese billigeren, die schon sehr teuer sind, Medikamente. Also Menschen, wir haben diese Multidrug-Resisten, diese multiresistente Erreger sind Lepra. Das, die durch normale Antibiotika gar nicht mehr. Und da muss man so auch gefährliche Kombinationen einsetzen mit so vielen Nebenwirkungen, dass wir also in Pakistan 50% unserer Leute, nachdem wir alles das ausgegeben haben, dass wir die da verlieren. Ist auch eine sehr teure Behandlung, das muss man auch wissen. Sehr teuer, und wir haben eben noch keine Medikation, die wirklich einem geschwächten Patienten nicht so schadet, dass dann die Medikamente wieder die Gefahr sind für ihn und sein Leben. Ja, das heißt, also das ist ein Problem. Das heißt, Aufgaben sind immer noch genug da. Ja, das ist keine Frage. Aber da sind wir eben Zubringer. Lepra ist ja auch eine Erkrankung. Ich war jetzt auch mehrfach in Projekten. Es gibt Menschen, die gelten als geheilt, kommen aber trotzdem in euer Projekt, weil sie Verletzungen haben. Das heißt, die Arbeit hört ja auch nicht auf. Ihr habt also die sollte, wenn wir über diese Rehabilitierung sprechen, schließt das ein, dass der Patient so aufgeklärt ist, dass er mit dem Verlust seines Gefühls so weit umgehen kann, dass er sich normalerweise in seinem täglichen Leben eben nicht verletzt. Und wenn er kleine Verletzungen hat, sofort weiß, was er macht. Das heißt, er muss integriert sein in eine Familie, in sein Umfeld, sein Dorf. Ja, das sowieso. Das sowieso. Und da haben wir ja glücklicherweise in Pakistan wirklich, wir haben ja die Leute nie aufgenommen. Wir hatten einfach keinen Platz. Ja, wir haben die immer in der Familie gelassen. Was auch gut ist, wenn man das so betrachtet. Ja, also wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass das ursprüngliche Idee von einem Lepradorf also niemals sich hat verwirklichen lassen. Da bin ich sehr dankbar heute dafür, denn im Rückblick war das einzig Vernünftige. Du bist ja nicht alleine in Pakistan. Es gab deine Kongregation und dann hast du immer mehr Mitarbeiter gefunden. Du sprichst immer von meinem Team, von meinen Jungs. Was kennzeichnet jemanden, der in deinem Team ist? Was muss der mitbringen? Was kennzeichnet? Also mitbringen braucht er eigentlich nichts. Die Frage ist, ob er willens ist, sich dann anzugleichen. Ihr habt da hochqualifizierte Leute, die trotzdem bleiben, obwohl sie ja wirklich viel bessere finanzielle Chancen hätten. Das ist das, was mich immer wieder verwundert. Ja. Ich meine, im Medizinischen haben wir uns ja bemüht. Da gibt es ja wenig eine Aufstiegsmöglichkeit. Ja, man ist erst Junior, Leprosy Technician, dann Senior, dann Chief, dann District Leprosy Controller. Und dann gibt es noch einen Posten des Provincial Leprosy Field Officers. Das ist mittlere Beamtenlaufbahn. Mhm. Und das alles kann man erreichen, auch wenn man nur 10 Jahre Schule hat. Das angebunden auch an die Regierungsarbeit. Das ist also Das sind alles Regierungsarbeit. Mhm. Ja. Das, was du eben gesagt hast, ist besonders wahr für unsere administrativen Kader. Die könnten natürlich in der Industrie sehr viel mehr verdienen. Das heißt, die müssen auch ein bisschen verrückt sein in deinem Sinne. Also ich bin ja froh, dass sie das müssen. Denn mit den anderen kämen wir wahrscheinlich nicht so hin. Was wünschst du dir denn eigentlich persönlich noch? Du hast so viel erreicht. Was wünscht sich Ruth V. persönlich? Du wirst noch in diesem Jahr 80 Jahre alt. Ich meine, das erreicht, das stimmt, wenn man zurückschaut. Wenn man sich die Sache anschaut, hat man eben sehr viel weniger nicht erreicht, als man schon erreicht hat.
Ja, jetzt dieser ganze Flüchtlingsstrom. Dazu die afghanistanischen Flüchtlinge, wo ich überhaupt nicht weiß, wo wir möglicherweise strukturell einsetzen können. Ich habe immer so das Gefühl, wir vertreiben uns die Zeit mit dem Bemühen, sie am Leben zu halten und zur Schule zu schicken, ihre Kinder. Aber irgendwie ihr Los zu ändern bei den illegalen afghanistanischen Flüchtlingen, also wir haben auch noch keine. Also überhaupt noch keinen Haken gefunden, wo man da was aufhängen könnte. Also wenn man die Augen offen hält, die Hindus, das ist dasselbe. Wir haben uns jetzt um 480 Hindu-Familien gekümmert, das sind aber 30.000. Also wenn man nicht nur die durch Mycobacterium Lepra bedingten früheren Aussätzigen in den Blick nimmt, sondern alle heutigen Aussätzigen, da ist da enorm viel zu tun und ich hoffe nur, dass das Team weitermacht, nach die Mittel kriegt, um weiterzumachen. Aber dass es wirklich mal hier näher zum Frieden kommen, das ist mein Wunsch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und du hast es ja gesagt, im Rückblick ist es ein großer Erfolg. Die anderen Probleme werden sich vielleicht ähnlich lösen. Mit der gleichen Haltung. Ich danke dir.